Hallo zusammen, heute mal ein Spaßvideo, ist eigentlich auch so eine Idee gekommen, weil ja viele auch schon gesagt haben, mit dieser Gelee-Art und so weiter, ich muss mich da schlau machen, wie das genau funktioniert. Mir ist jetzt aber dazu was eingefallen. Ich nehme einfach unseren Vinylkleber, gebe den pur auf die Oberfläche drauf und dann Farbe und dann verblasen. Lasst euch überraschen, ich finde es richtig cool geworden. Ich habe Spaß gehabt, ich hoffe ihr auch. Also viel Spaß, bis gleich. Okay, Experiment Gelee Art. Ich probiere es jetzt mal nach meiner Technik aus. Passt mal auf, ich nehme jetzt einfach Vinylkleber pur. Vielleicht noch ein bisschen. Das ist ja eh der dünnere Vinylkleber. Ich habe nämlich hier noch Farben, rot, braun, orange, gelb und türkisblau. Mal schauen, braun. Orange lasse ich mal weg. Ich mache es mal so. Ich habe hier noch nichts drin. Und mache jetzt von diesem 5000er Silikon. Denk mal 1, 2 Tropfen rein. Da mache ich einfach ein bisschen mehr rein. Das waren jetzt fast 3. So. Schön umrühren. Das Malbrett ist jetzt, oh, fast zu viel Kleber. Das Malbord ist 30 auf 24 cm, dass ihr das auch wisst. Schön umrühren, ich habe ja nicht mehr viel Farbe, es sind eigentlich Restfarben. So. Gelb. Ja, komm, da passt braun, denke ich mal, auch rein. Oh, Glück gehabt. Ja, noch was blau. Von diesem Türkisblau. Und gelb. Rot. Schuss braun. Mag mehr Rot. Und nochmal Gelb zum Schluss.
Okay. Jetzt habe ich ein Röhrchen. Jetzt verpusten wir das mal. Ich drehe es mal ein bisschen rum, dass es vielleicht auch mehr in die Mitte läuft. Jawohl, so geht es auch. Ja, pusten geht fast besser. Okay. Kurz Feld mal erhitzen. Jetzt lassen wir das mal laufen. Wie gedacht, aber finde das trotzdem eine coole Idee. Weiß ich, dass er jetzt alles auseinanderzieht. Ich hoffe, dass ich im Bild bin, genau. So. Mal erhitzen. Na, das hat doch was. Da kann man jetzt natürlich auch noch viel mehr rumspinnen. War jetzt einfach mal so ein Versuch. Wie gesagt, es war ja pure Vinylkleber. Ich finde, es hat was. Es war natürlich auch dickes Silikon, müsst ihr auch so sehen, also Silikon 5000.
dünnen Silikon wird es wahrscheinlich noch mehr auseinanderlaufen und größere Zellen geben, aber crazy, mir gefällt's. Hat jetzt wahrscheinlich nichts mit dieser Gelee-Art zu tun, aber macht Fun. Okay, wieder was Neues. Ich zeige es euch jetzt gleich von nahem. Lass mal gerade so 10 Minuten einwirken. Mir gefällt das hier, wie das hier alles auseinanderläuft dann oder zersprinkelt. Das ist crazy. Okay, da haben wir es gleich. So, Freunde, jetzt von nahem. Ich finde es richtig cool geworden. Jetzt dehnt sie jetzt noch ein bisschen aus. Und eigentlich habt ihr ja dann durchsichtige Farben danach, also wo das weiß ist, weil im Weiß ist ja wie gesagt nur Vinylkleber. Das ist crazy. Okay, ich fand's lustig. Vielleicht kann man da auch noch mehr draus machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye. Ciao, salut.